diese Halbleiterindustrie, die dahinter steht, wird also eine sagenhafte Entwicklung gemacht. Und die ist noch gar nicht so lange her, das sind gerade so 50, maximal 60 Jahre im öffentlichen, also im privaten Bereich für die Consumer, ist es noch weniger, da ist es etwa seit 70, also gerade so 40, maximal 50 Jahre her, und hat eine Revolution eingeleitet, die ging ganz ohne Kämpfe und ohne Demonstrationen und so weiter vor sich, aber dafür stetig und klar, das ist die digitale Revolution. Hat jeder miterlebt, eigentlich ohne sich dessen bewusst zu sein. Und im Zuge dieser digitalen Revolution entstanden eben immer kompliziertere Schaltkreise, die heute allgegenwärtig sind, überall zu finden sind und unser ganzes Leben eigentlich durchdrungen haben und anfangen, uns auch zu steuern. Das muss man ganz klar sagen. Beispiele dafür sind Mikroelektronik im persönlichen Bereich, im Haushalt. Es gibt also keine Kaffeemaschine, es gibt keinen Kühlschrank, kein Herd, keine Waschmaschine, ohne dass diese Mikrochips da drin stecken. Damit könnte man auch ganz gut leben. Wichtiger sind schon, heute steht praktisch in jedem Haushalt mindestens ein PC oder Notebook, also ein Rechner, mit dem gearbeitet wird. Wir verfügen über E-Mail, wir verfügen über Taschen, über Mobiltelefone, insbesondere seit neuerem die Smartphones, Taschenrechner, alles auf digitaler Basis. Rundfunk, Fernsehen haben umgeschwenkt von analog auf digital. Haben wir gar nicht gemerkt, unsere Bilder sind besser geworden. Oder auch nicht. Also darüber kann man viel diskutieren. Ja. Dann Revolution gab es auch in der Unterhaltungselektronik. War vorher alles mit Elektronenröhren. Dann kam der Transistor und da haben die Japaner allmählich den Unterhaltungselektronikmarkt der Welt erobert. Und dann kurz drauf kamen dann die integrierten Schaltkreise. Und nur die echten Hi-Fi-Fans, die schwören heute noch auf die Elektronenröhre, die sagen, es gibt einfach einen Sound. Den kann man mit Halbleiterelektronik nicht erzeugen. Auch die Gitarrenspieler sagen das, oder manche davon. Was Sie sicherlich mitgekriegt haben,